Sehr geehrte Frau Dr. Gress, herzlichen Dank. Es war heute überaus respektabel, hier sozusagen die gesamte Geschichte, auch mit der 7. Fakultät, der man ja gratulieren muss, dass er sich heraustraut aus der Universität. Eine Frage, die eigentlich vielleicht in das Zentrum versucht zu gehen. Was glauben Sie, welche Gedanken könnten dazu beitragen, dass hier das System, wir reden auch von einem gewissen Systemversagen, dass das System wiederum beginnt, sich quasi eher auf das Korrekte, auf das Vernünftige hin wiederum zu besinnen? Ich glaube, da ist ja schon viel geschehen. Wir haben halt ganz eine andere Bankenaufsicht zum Beispiel, als es sie damals gegeben hatte. Man hat auch heute daraus gelernt, wie man bei Entscheidungen vorgehen muss, wie der Bund die Republik zu treffen hat. Also wie man in dem Fall der Staatsschutz entscheidet. Also man sichert das besser ab, wenn man erforscht den Sachverhalt. Also es ist schon einiges geschehen. Aber es gibt natürlich ganz gewaltige Herausforderungen nach wie vor. Und ich glaube, was notwendig ist, dass man sich in jedem einzelnen Bereich, ob das jetzt der Bildungsbereich ist, ob das jetzt die Pensionen sind, ob das jetzt die Banken sind, die da eben noch abzuwickeln sind, dass man sich in jedem Bereich genau überlegt, wo liegt das Problem, wo wollen wir hin und wie kann man dieses Problem lösen, wie muss man da den Prozess absetzen, dass man einfach schaut, dass das Handwerk auch funktioniert. Politik ist auch ein Handwerk, da muss man eine Hausaufgabe machen. Also da muss man Schritt für Schritt in den verschiedenen Bereichen vorgehen. Die Gesamtlösung oder das Gesamtrezept gibt es nicht. Einfach durch ordentliche Arbeit im Kleinen kann man das nur bewältigen. Frau Dr. Gress, vielen herzlichen Dank. Ich erlaube mir Ihnen den besten Verlauf und alles Gute zu wünschen. Danke.